Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu dem kleinen Pressestatement an einem eher ungewöhnlichen Ort hier in der Warnow-Werft. Es ist mein erster Besuch hier, was aber auch nicht besonders verwunderlich ist, da sie erst am 11. Januar offiziell übergeben worden ist, also noch nicht einmal ein Dreivierteljahr in unseren Händen. Und es ist eine echte Erfolgsgeschichte, die mit einer richtungsweisenden, durchaus auch mutig zu nennenden Entscheidung, einer unkonventionellen Entscheidung begonnen hat, nämlich seitens der Bundesrepublik, seitens der Bundeswehr eine Werft zu übernehmen, eine Werft zu kaufen. Wie konnte es dazu kommen? Die Situation war so, wie sie ist, aber entscheidend ist, wir haben andere Herausforderungen. Wir brauchen militärische Stärke, wir brauchen Abschreckungsfähigkeit, wir brauchen Handlungsfähigkeit. Und dazu gehört natürlich auch die deutsche Marine in den Blick zu nehmen, die eine wichtige Rolle hat mit ihrer Präsenz in Nord- und Ostsee, aber von vielen oft nicht im Fokus, auch im Atlantik und im Pazifik. Und gerade unsere Marine kann ihre Aufgaben mit ihrem Gerät nur dann zuverlässig und immerwährend wahrnehmen und bewältigen, wenn sie sich dafür besser aufstellt. Und das Material ist ja nicht alles taufrisch. Es sind auch in die Jahre gekommene Schiffe. Und viele Einsätze steigern den Verschleiß. Und wir hatten und haben einen Stau bei der Instandsetzung. Wir mussten uns anstellen bei den privaten Werften. Und mit diesem Schritt jetzt hier, mit dieser Werft, machen wir uns ein großes Stück weit unabhängiger, gehen einen neuen Weg und schaffen eben auch zusätzliche Kapazitäten. Wir machen uns damit widerstandsfähiger, handlungsfähiger für die Zukunft. Und die ersten 8,5 Monate geben uns recht. Erste Erfolge stellen sich ein, dank eines wesentlichen Umstandes an diesem Standort, nämlich der Tatsache, dass wir hier hervorragendes Personal übernehmen und gewinnen konnten, die sehr schnell Tritt gefasst haben, die sehr schnell in die Aufträge gekommen sind und die hier wirklich großartige Arbeit abliefern. Erste Instandsetzungen haben bereits stattgefunden mit dem Personal aus den mit der alten Belegschaft der MV-Werften. 500 ausgebrachte Dienstposten sind vorhanden, davon sind 90% bereits besetzt. Auch das eine exzellente Quote, die eben auch zeigt, wie schnell die Handlungsfähigkeit hergestellt werden konnte. Und ich freue mich sehr, dass die Bundeswehr damit auch in dieser Region weiter als guter, verlässlicher Arbeitgeber in der Region etabliert bleibt und geschätzt bleibt. Wir haben außerplanmäßig und planmäßig etliche Instandsetzungen durchgeführt. Das Wohnboot Knurrhahn oder Taucherschulboot Baltrum, die HMS, dann zwei britische Royal Navy Patrouillenboote, die HMS Charger und die HMS Trumpeter, die ebenfalls hier außerplanmäßig instand gesetzt wurden. Nein, die waren planmäßig. Außerplanmäßig dann zum Beispiel das Flottendienstboot Alster. Und ganz besonders aktuell, gewissermaßen morgen, läuft die Fregatte Hessen zur Instandsetzung ein. Auch das wieder ein Beispiel für das hohe Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft hier in der Werft. Kurzfristiger Instandsetzungsbedarf auf der Fregatte, Anfrage in der Warnow-Werft, morgen läuft sie ein und die Instandsetzungsarbeiten können beginnen. Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben und auch in Zukunft vorstellen. Und das geht natürlich nur, weil die Menschen, die hier arbeiten, ich habe gehört, einige haben schon in den 70er und 80er Jahren am Standort gearbeitet und viele neue sind dazugekommen oder wurden übernommen. Ich habe gerade auch mit den 12 Auszubildenden einer jungen Frau und 11 jungen Männern gesprochen, die ihre Ausbildung hier am 1.9. begonnen haben. Also die Zukunft findet hier statt. Das kann man ohne Übertreibung sagen. Und zur Zukunft dieses Standortes gehört noch eine andere wichtige Frage, die Sie natürlich alle interessiert, nämlich die Frage, was passiert am Standort, was kann noch passieren? Dieser Standort ist wichtig, ich habe es beschrieben, für die militärische Nutzung, für die Fähigkeit der Marine, ihr Gerät instand zu halten. Aber es gab eben auch den Wunsch, auf der Fläche Konverterplattformen zu produzieren für Offshore-Windparks. Und wir haben uns darüber lange unterhalten. Ich habe heute auf einer Seite eines Senders gelesen, ich hätte mich immer dagegen gewehrt. Ich stelle hier mit Freude und Genugtuung fest, nein, das war zu keinem Zeitpunkt der Fall. Aber wir hatten eine Herausforderung zu bewältigen. Dieses Gelände ist groß, ja, dieses Gelände ist erworben worden für maritime, militärische Zwecke. Und dann kam ein Wunsch, den ich
volkswirtschaftlich, energiepolitisch hundertprozentig nachvollziehen kann, an uns herangetragen, Teilnutzung. Eine Frage, die man inhaltlich sofort positiv bescheiden kann, aber auf der anderen Seite von der gemeinsamen Nutzung her natürlich auch die Probleme sehen muss. Und bevor man Ja sagt und sich dann in Konflikten wiederfindet, sollte man diese Fragen klären. Und dazu gehört Lärmschutz, der eingehalten werden muss, der aber auch gesichert bleiben muss, dass man ihn in bestimmten Grenzen hat. Dazu gehört die gemeinsame Nutzung, Teilnutzung von Flächen. Dazu gehört Nutzungsdauer. Dazu gehört Instandsetzung und Neubau. Alles, was damit verbunden ist, muss geklärt werden, bevor man sein Go gibt. Und ich freue mich sehr, dass wir in sehr intensiven Gesprächen auf verschiedenen Ebenen zu guten Ergebnissen gekommen sind. Ich habe erst gestern Abend noch mit der Ministerpräsidentin telefoniert, nicht zum ersten Mal in dieser Angelegenheit. Wir sind in ständigem Austausch gewesen. Reinhard Mayer, der Wirtschaftsminister, ist in regelmäßigem Austausch mit meinem Staatssekretär Nils Hilmer gewesen. Wir haben uns auf allen Ebenen sehr, sehr konstruktiv und vor allen Dingen vertrauensvoll um eine Lösung bemüht, die jetzt vorliegt. Bis Ende Oktober werden letzte Feinheiten geregelt. Aber wir haben uns in allen wesentlichen Fragen verständigt und ich glaube, sagen zu können, beide Seiten, sowohl die Nutzer des Südteils, also Smulders und andere, können zufrieden sein mit dem Ergebnis, haben Vorteile durch diese Verabredung, die wir treffen werden, und wir seitens der Bundeswehr auch. Ich glaube, das ist das beste Beispiel für eine Win-Win-Situation, die man sich vorstellen kann, die möglich war, weil es auf beiden Seiten, bei Mayer und Smulders und auch bei uns, Kompromissbereitschaft gab, die Einsicht in die Interessen und Notwendigkeiten der jeweils anderen Seite. Und das konnten wir jetzt herstellen. Damit ist Zeitenwende klar auch noch mal definiert. Es geht nicht nur um Zeitenwende in militärischen Fragen. Wir haben ja gleichzeitig, wenn Sie so wollen, auch eine Zeitenwende in der Frage der Bekämpfung der Klimakatastrophe, der Energiepolitik. Auch das sind Herausforderungen, die Zeitenwendencharakter haben. Und wenn man das dann so wie hier gemeinsam mit dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, mit den Investoren, mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit dem Kanzleramt auf die Reihe bekommt, dann ist das ein Grund zur Freude. Und wie gesagt, Ende Oktober werden wir die letzten Feinheiten, da geht es um ein paar Sicherheitsfragen, aber nichts oder ein paar Feinabgrenzungsfragen bei den Liegenschaften. Da ist nichts dabei, nach meiner Einschätzung, was eine Vereinbarung, eine verbindliche am Ende noch aufhalten kann. Von daher ist das ein guter Tag für die Bundeswehr, ein guter Tag für die Warnow-Werft, ein guter Tag für die Energiepolitik in Deutschland und natürlich besonders ein guter Tag für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Und Herr Minister Mayer würde auch noch kurz was sagen und dann haben wir Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Bundesminister. Schön, dass wir hier gemeinsam heute sein dürfen. Und ich will zwei Dinge ganz kurz sagen. Das Erste, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, im Januar letzten Jahres die Insolvenz der MV-Werften. 6 Wochen später Putins Überfall auf die Ukraine. Und alles, was dazugehört, ist auch eine Neubetrachtung von Sicherheit, die wir hier gerade an der Ostsee sehr elementar spüren. Und deswegen war es für uns eine wichtige Entscheidung, dass die Bundesregierung, dass die Bundeswehr entschieden hat, hier dieses Marinearsenal auf der ehemaligen Warnow-Werft aufzubauen, das Marinearsenal Warnow-Werft. Und wir als Landesregierung haben das immer unterstützt. Ich will das ganz deutlich sagen an der Stelle, weil es ja immer Diskussionen darüber gab, kann man so etwas der Bundeswehr geben, etc., etc. Ja, man kann und nicht nur das. Es ist etwas, was sehr langfristig Perspektive für diesen Standort bringt. Ich will an der Stelle sagen, in den Gesprächen, die ich auch hier mit den Mitarbeitern geführt habe, ich bin froh, da gab es ja manche Kritik, dass wir die Transfergesellschaften eingerichtet haben, weil ungefähr die Hälfte derjenigen, die in einer Transfergesellschaft waren, tatsächlich ins Marinearsenal gewechselt sind. Und auch das zeigt, dass da die richtigen Schritte gegangen sind. Wir haben aber auch parallel seit dem Sommer letzten Jahres immer wieder darüber gesprochen, ob alle Flächen wirklich jetzt benötigt werden. Und ob man das, was für die Energiewende, der Minister hat es gesagt, elementar wichtig ist, aber eben für die Wertschöpfung am Standort, das Stichwort Konverterplattform, ob man das hier am Standort ermöglichen kann. Das waren keine einfachen Gespräche, aber es waren vor allen Dingen zielgerichtete Gespräche, die wir insbesondere in diesem Jahr geführt haben. Ich will auch deutlich sagen, ich gehöre nicht zu denjenigen,
die sofort beim ersten Verhandlungsdurchbruch sagen, ja, das kommt jetzt, sondern wir haben immer gesagt, das Land Mecklenburg-Vorpommern, wir werden mit Ruhe, Hartnäckigkeit und Geduld gemeinsam mit dem Bund eine Lösung finden. Das liegt jetzt quasi auf dem Tisch, muss finalisiert werden. Und ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Oktober dann für alle Beteiligten, mit allen Beteiligten, die Klarheit haben. Sie wissen, es gibt zwei Unternehmen, die Interesse haben, die auch in die Gespräche mit involviert sind. Und insofern ist es ein guter Tag für Mecklenburg-Vorpommern. Danke. Ich will noch eine Sache richtigstellen, die in einem anderen Bericht nicht ganz richtig dargestellt worden war, nämlich die Darlegung, dass der NATO Deployment Hub nicht komme wegen dieser Entscheidung. Das ist falsch. Der NATO Deployment Hub, und das war für uns existenziell, das war für uns eine Conditio sine qua non, wird kommen. Und er wird eingegliedert werden in die Gesamtvereinbarung so, dass all das gewährleistet ist, was aus militärischer Sicht jetzt und in Zukunft notwendig ist. Darauf haben wir stets außerordentlich großen Wert gelegt. Damit ist vermutlich eine Frage schon vorweggenommen, aber Herr Friedrichs von der Zeit Online würde die erste Frage stellen. Ja, Herr Minister, ich habe eine etwas offene und globalere Frage, die über die Werft hinausgeht. Sie haben ja sehr viel angekündigt in den vergangenen Wochen, was Sie umsetzen wollen. 4000 Soldaten nach Litauen, mehr Mittel für Standorte, für Modernisierung, neue Rüstungsprojekte, die Personalgewinnung soll attraktiver werden. Was ist denn da jetzt aus dem Planungsstand eigentlich schon herausgetreten? Was kommt da? Können Sie Konkretes umsetzen? Denn so viel Zeit haben Sie ja zumindest in dieser Amtszeit auch gar nicht mehr. Ich glaube, der erste Schritt, um Ziele zu erreichen, ist, die Ziele zu definieren und zu sagen, dass man sie erreichen will, gemeinsam mit anderen. Wir reden ja hier nicht über kleinteilige Bauvorhaben, wir reden nicht über Personalentscheidungen über 10 Menschen, sondern wir reden über einen riesigen Apparat mit über 270.000 Beschäftigten bundesweit und über ein Haushaltsvolumen ohne Sondervermögen von rund 52 Milliarden Euro. Entscheidungen wie die Aufstellung einer dauerhaft stationierten Brigade in Litauen lassen sich in keinem Land der Welt innerhalb von 3 Monaten umsetzen. Daran hängt die Entscheidung, welche Infrastruktur wird gebaut, wie sieht die aus, wie sehen die Realisierungsschritte aus. Darüber hatte ich eigentlich gestern vor, aber wegen meiner Corona-Infektion war das nicht möglich. Das werde ich in Kürze nachholen. Ich werde den Verteidigungsausschuss über den dann aktuellen Planungsstand unterrichten. So viel kann ich sagen. Wir werden bis spätestens Ende des Jahres mit den litauischen Freunden eine Roadmap haben, einen Fahrplan haben, der dann darstellt, in welchen Schritten das in den nächsten Jahren passiert. Bei der Beschaffung haben wir schon viel erreicht. Die Beschaffung ist deutlich schneller geworden, gerade bei den großen Projekten. Aber da sind wir noch nicht am Ende dessen, was wir wollen. Personalaufwuchs ist ebenfalls kein Vorhaben, dass man durch Umlegen eines Schalters löst und das Licht brennt. Das ist ein langer Prozess und wir stehen in Konkurrenz mit vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in Deutschland. Die Jahrgänge werden kleiner. Das demografische Problem ist keines nur der Bundeswehr. Umso mehr ist es unsere Herausforderung, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und das sind wir auch und das werden wir zeigen in den nächsten Monaten und Jahren und um den Nachwuchs uns bewerben und kümmern und ihn versuchen zu gewinnen. So setzt sich das durch alle Projekte fort. Die Infrastruktur hat einen hohen Stellenwert. Wir beschleunigen gerade die Prozesse. Der Abteilungsleiter Bajut ist heute ebenfalls dabei, weil wir signalisieren wollen, die Infrastruktur steht nicht im Fokus des öffentlichen Interesses. Alle reden über Truppen, alle reden über Soldatinnen und Soldaten, über Waffen und über Munition. Und das ist richtig, aber wir brauchen dafür eben auch die infrastrukturellen Voraussetzungen. Von der Unterkunft über die Truppenverpflegung bis hin zum Munitionsdepot oder Flugzeughangars oder Panzerhallen. All das wollen wir beschleunigen, sind dazu auch mit den Ländern im Gespräch. Aber ich bitte um Geduld. Die Dinge brauchen etwas Zeit, um sie sorgfältig zu machen, zumal wir nicht alleiniger Player auf dem Spielfeld sind. Herr Mayer von der Ostsee-Zeitung wäre der Nächste. Ich hätte eine Frage, ob Sie vielleicht beide Minister schon einschätzen können, wie viele Arbeitsplätze perspektivisch an diesem Standort entstehen. Herr Pistorius hatte gesagt, 500 Dienstposten beim Arsenal, dann das NATO oder der NATO Deployment Hub und das Projekt von Smulders und Mayer. Kann man abschätzen, wie viele Menschen hier wieder Arbeit finden werden? Willst du beginnen mit Konverterplattformen? Kannst du das sagen? Ja, bei den Konverterplattformen ist es so in den Gesprächen mit den Unternehmen, dass je nach Konfiguration und Aufträgen zwischen 300 und 500 Arbeitsplätze auf jeden Fall entstehen sollen. Das kann noch mehr werden, aber das ist abhängig von der Planung.
Ich kann noch keine konkrete Zahlen nennen. Ich gehe davon aus, dass die Zahl aufwachsen wird, aber ich will jetzt keine Zahl in den Raum stellen, an der Sie mich dann in 6 Monaten oder in einem Jahr messen. Gehen Sie mal davon aus, dass es irgendwann mehr als 500 sein werden. Herr Jell von RTL und NTV ist der Nächste. Ja, vielen Dank. Herr Minister, hier bin ich. Ich habe eine tagespolitische Frage, und zwar der polnische Regierungschef, der hat ja ein Interview gegeben und viele deuten seine Aussagen so, als würde Polen seine Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen. Hatten Sie bereits Gelegenheit, mit der polnischen Regierung oder auch mit dem polnischen Verteidigungsminister zu sprechen? Frage, was denn für den Ukraine-Krieg? Also ich kenne bislang nur die Pressemeldungen dazu. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich mit meinem Kollegen Mariusz Blaszczak aus Warschau darüber auszutauschen. Von daher würde ich mich mit einer Bewertung dieses Zitats sehr zurückhalten. Ich würde gerne erst die bilateralen Gespräche abwarten, die ich jetzt irgendwann telefonisch führen werde. Und deswegen würde ich auch die hypothetische Frage, was wäre, wenn das so wäre, lieber zurückstellen, weil es führt zu nichts, jetzt hypothetische Antworten in den Raum zu stellen auf Fragen, die sich vielleicht ganz anders gestellt haben. Und gleich nebendran Herr Pilgrim vom NDR. Herr Minister Pistorius, ich habe 2 Fragen. Eine zu hier. Wenn es immer heißt, Südgelände abgeben, reden wir von einer Verpachtung? Und wenn ja, von welcher Dauer? Und zweitens eine Frage Wismar betreffend. Die Bundesregierung prüft einen Einstieg in die ThyssenKrupp-Tochter TKMS. Was bedeutet denn das für den dortigen Standort, falls Sie dazu was sagen können? Was ist die erste Frage? Gelände. Das sind die vertraglichen Geschichten, die jetzt gerade ausgehandelt werden. Wir gehen von einer Nutzungsdauer von 15 Jahren aus, mit entsprechenden Rückgabeverabredungen, die dann getroffen werden, Investitionsentscheidungen, die da dranhängen. Das wird alles jetzt gerade vertraglich gewissermaßen geschnürt, ist aber grundvereinbart, von daher ist da keine Überraschung mehr zu erwarten. Und die andere Frage ist, wir prüfen diesen Schritt. Wenn eine solche Prüfung positiv ausginge und der Bund sich beteiligen würde an TKMS, dann würde sich in der Tat natürlich auch positive Auswirkungen für Wismar ergeben, weil die Standortsicherung damit nach meiner vorsichtigen Einschätzung natürlich noch mal ausgeprägter wäre. Das ist ja keine Frage des Mangels an Aufträgen, sondern eine Frage, wer ist Eigentümer und mit welchen Intentionen. Gibt es weitere Fragen? Ja, hier auf der rechten Seite. Wenn Sie Ihren Namen und das Medium noch sagen könnten. Helmut Reuter von der Deutschen Presseagentur. Herr Minister, es gibt ja seitens der Ukraine die Forderung nach Marschflugkörpern. Wovon hängt das ab in Deutschland, dass Taurus geliefert werden könnten? Ich habe dazu keinen neuen Sachstand. Ich habe dazu bereits alles gesagt. Der Prozess läuft und es wird hoffentlich bald eine Entscheidung so oder so geben. Dann gucke ich noch mal in die Runde. Und da ist noch eine Frage in der Mitte. Wenn Sie auch nochmal Namen und Medium sagen können. Oliver Denzer, Reuters Fernsehen. Die Eintrübung im Verhältnis von Polen zur Ukraine und der Wahlkampf in den USA mit dem republikanischen Widerstand gegen die Hilfen, die Unterstützung für die Ukraine, bedeutet das, dass die Ukraine in Zukunft sehr viel stärker auf Deutschland und die deutsche Unterstützung angewiesen sein wird und dass Deutschland da eine etwas größere Rolle spielen wird in Zukunft? Auch das fällt ja in den Bereich, zumindest teilweise, der eher hypothetischen Fragen. Stand heute haben wir keinerlei Anlass, keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich zurückziehen. Im Gegenteil, sie sind der weltweit mit Abstand größte Unterstützer und wir sind weltweit der zweitgrößte. Also unser Engagement muss niemand in Frage stellen und wird das auch nicht. Und auf amerikanischer Seite gibt es die Signale auch nicht. Was nach einer Präsidentschaftswahl mit Ausgang B aus meiner Perspektive geschehen würde, würde ich jetzt heute nicht bewerten wollen. Die Ukraine jedenfalls kann sich darauf verlassen, dass die Unterstützung weitergeht. Noch mal eine Frage vom NDR, diesmal von Frau Janz. Als Schützenhilfe für das zweite deutsche Fernsehen, die heute nicht dabei sind. Deshalb muss ich es vorlegen, weil es gerade reinkam. Die Ukraine hätte Probleme mit den Leopard A1 und nimmt wohl keine mehr an. Warum? Und haben Sie dazu Informationen? Ich will dazu nur so viel sagen, das scheint sich gerade aufzulösen nach meinem Kenntnisstand. Die Probleme sind weit kleiner als gedacht. Und wenn ich richtig informiert bin, wie gesagt, ich war jetzt 2 Tage nicht im Dienst. Wenn ich das richtig höre, dann war es vielmehr so, dass nach Übergabe der Geräte beim Übungsgeschehen vor Lieferung die Schäden verursacht worden sind. Es ist jetzt verabredet worden, so mein Kenntnisstand, dass bei der Übergabe, quasi bei der Abnahme
der Panzer, die ukrainische Seite bereits dabei ist, um etwaige Missverständnisse und Irritationen für die Zukunft auszuschließen. Das Problem scheint mir viel kleiner zu sein, als es die Berichterstattung den Eindruck erweckt. Sieht so aus, als gäbe es keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für die Statements und Ihnen frohes Schaffen beim weiteren Produzieren. Danke. Tschüss. Vielen Dank.